I long to be back in the war. That was my true home. We were inhuman beings. Butchers on a field full of corpses. Corrupt and depraved. Only some of viscera, blood and bone. Creatures without souls. I was flown back to France to blow up a gigantic fuel depot, which the Germans had built in a bunker on the Maginot Line. The Reich was running out of oil. They guarded every barrel like the crown jewels. The main entrance was secured like the Führer's bunker. Fortunately, every rat's nest has a second entrance. I had to try and find it. I jumped over a wooded area that bordered on the rear of the complex. Unfortunately, my equipment was stuck at the top of a blasted tree during the landing. To make matters worse, I saw that the area was guarded by Waffen-SS troops. Those units had one basic rule: take no prisoners. Exactly like me. I could easily take the soldier out of the way. I only had to be careful creeping up on him. In Berlin, haben Sie I had to wait until they separated. Brücke, falls er überhaupt noch was peilt. Der ist schon wieder sternhagelvoll. Kein Wunder. Was der erlebt hat, ist nicht so leicht zu verdauen. Naja. Ich vertrete mir noch ein bisschen die Beine. Mach das. Thank you.
Füße. I could use the morphine here to increase my chances. Ich bin ganz dicht. Vielleicht geht die Sonne wieder auf. Verdammt, wann kommt endlich die verfluchte Ablösung? They won't be doing anything to me ever again. The first step was done. I was finally in the bunker.
The fuel depot was certain to be in the lowest level to protect it from bombing raids. The mishap with my lost equipment would not stop me, but without explosive charges, the situation was hopeless. But the Germans were sure to have explosives stored somewhere in the bunker. Soon they would see what they were good for. A German fuel depot and an explosive charge sounded like a very promising combination. The problem was I had to be back outside before this rendezvous developed chemistry. Lockers like this often had useful things in them. Thank you.
stuff or broken fragments. Creeping silently over that was impossible. Letters often contained useful information. Dear Gretchen, my thoughts turn constantly to how you. Very interesting. Good use of the mask.
heute nicht in der Kantine? Ich kann den Scheißfraß nicht mehr sehen. Das Zeug schmeckt wie die Socken vom Sturmführer. Bestell dir noch einen Rehrücken mit Wacholderbeeren oder ein Stück Apfelstrudel mit heißer Vanillesoße. Die innere noch alles dazu? Ja. Mit Sahne und Fläumchen. Das wäre meine anständige Bedienung. Hast du noch Zigaretten? Nee, ich hab die Kippen im Quartier gelassen. Du kannst dir eine nehmen. Sie müssen direkt neben der Gasmaske liegen. Neben dem Bett. Passiert doch sowieso nichts. Fine French wine, exactly the right thing for a toast to the success of the mission later. Warning. The door was electrified. I definitely had to turn off the power first. Junge, so viel Spannung ist ja kaum auszuhalten. Schnapp mich mir!
sie! Warning. The door was electrified. I definitely had to turn off the power first. Very nice. That would do to blow up the fuel depot. Dear Gretchen, my thoughts turn constantly to how you are doing. Please don't worry about me. That was the fuel depot. The room was full of poisonous fumes. In addition... In addition, there were explosive barrels everywhere. If firearms were used, everything could go up in a bang. Now I had to find a right place for the bomb. Ein ausgemeiner Dieb! Meine Güte, fängst du schon wieder an? Ein gottverdammter Dieb bist du. Deine eigenen Kameraden Waffenbruder bestehlen. Das ist das Letzte. Mann, jetzt hör aber mal auf. Ich hab gar nichts geklaut. Lügner, du hast von meiner Schokolade gegessen. Du Dieb! Vielleicht ist es ja der Obersturmbannführer gewesen. Von wegen. Du hast wohl gedacht, ich merke das nicht, was?
Aber da hast du falsch gedacht. Du Scheißdieb! Ja, halt doch endlich die Klappe. Hast du sonst keine anderen Sorgen? Trink dir lieber ein und lass mich zufrieden. Auch doch frech werden, was? Jetzt gib mir sofort meine Schokolade zurück, du verdammter Dieb. Kannst du nicht ein einziges Mal Ruhe geben? Da kommt dann ja der Kaffee hoch. Du bist der letzte Dreck. Ein asoziales Element. Ich werde Meldung machen beim SD. Die werden dich an die Wand stellen. Mensch, spuck mich doch nicht an, wenn du mit mir sprichst, du Arsch! Kannst du nicht die Rotze da Fresse lassen beim Reden? Du Saboteur! Ich werde Meldung machen. Gleich nach meiner Schicht. Schokolade klauen. Das gleicht Hochverrat. Du wirst schon sehen. Weißt du was? Du kannst dir deine Schokolade in den Arsch schieben. Dann wird das hier zu blöd. Ich geh wieder. Tickst du nicht ganz richtig. Was the fuel depot. The room was full of poisonous fumes. In addition, there were explosive barrels everywhere. If firearms were used, everything could go up in a bang. Now I had to find a right place for the bomb. Meine Güte, fängst du schon wieder an? Ein gottverdammter Dieb bist du. Den eigenen Kameraden Waffenbruder bestehlen. Das ist das Letzte. Mann, jetzt hör aber mal auf. Ich hab gar nichts geklaut. Lügner. Du hast von meiner Schokolade gegessen. Du Dieb! Vielleicht ist es ja der Obersturmbannführer gewesen. Von wegen. Du hast wohl gedacht, ich merke das nicht, was? Aber da hast du falsch gedacht. Du hast keine anderen Sorgen? Trinke lieber ein und lass mich zufrieden. Auch noch frech werden, was? Jetzt gib mir sofort meine Schokolade zurück, du verdammter Dieb. Kannst du nicht ein einziges Mal Ruhe geben? Da kommt dann ja der Kaffee hoch. Du bist der letzte Dreck. Ein.
einer Scheiße hier. Resemble a cemetery. Soon it would resemble a cemetery.